ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen, draußen in meiner Blumenwerkstatt. Ich wünschte, ihr könntet riechen, wie schön diese verschiedenen blühenden Obstbaumzweige duften. Ich habe hier Mirabellen und Pflaumenarten, ich habe Azalee, Quitte und eine Magnolie hier hinten noch. Und was ich damit heute vorhab, das zeige ich euch jetzt. Ja, als Materialien habe ich heute wunderschöne pastellfarbige gefüllte Tulpen, hier wirklich in ganz hübschen, bezaubernden, frohen Farben. Dann habe ich hier auch noch ein, zwei Narzissen. Die Narzissen habe ich gestern in einen getrennten Behälter gestellt, weil die einen Schleim absondern und das nicht gut wäre in Kombination mit den Tulpen. Von daher, das gleiche gilt auch für Hyazinthen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Dann habe ich hier schon einen Kranz vorbereitet. Wie man einen Kranz bindet, das habe ich euch zum Beispiel auch im letzten Video gezeigt. Ich verlinke euch das nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe hier Hartriegel genommen und Clematis. Dann habe ich natürlich Wasser für meinen schönen Pokalbehälter hier in Silber. Dann eine Schere, eine Gartenschere und ein Blumenmesser. Dann hier meine gezeigten wunderschön blühenden Zweige. Und auch noch einige Speersträucherarten, weil ich dieses Grün einfach ganz hübsch finde und das den Frühling natürlich richtig schön einläutet. Dann habe ich hier oben noch zwei, drei Ranken von der Clematis, die jetzt auch schon austreibt. Ja, die Deko-Idee ist eigentlich sehr einfach und sehr schnell und wirkt trotzdem ganz wunderbar. Ich lege meinen Kranz erstmal auf, habe vorher mein Behältnis mit Wasser gefüllt, gucke, dass der Kranz richtig schön liegt. Der ist jetzt auch etwas größer als das Durchmesser des Behälters. Und es ist gut, wenn das wirklich stabil drauf ist. Und dann benutze ich meine blühenden Zweige als natürliche Steckhilfe. Ich habe die vorher ungefähr ein Drittel befreit von jeglichem Grün und Blüten und habe die zum Teil auch schon, oder mache es jetzt, angeschrägt. Wenn der Zweig sehr dick ist, dann würde ich den halbieren oder auch vierteln, damit einfach die Wasseraufnahme gewährleistet ist. Ja, und dann stecke ich die ganzen schönen Zweige einfach hier rein. Variiere natürlich auch so immer ein bisschen mit der Höhe. Ja, so sieht das Ganze aus. Nur die blühenden Zweige hineingesteckt. Und allein das wirkt schon wunderbar opulent und ausbordernd und ausufernd und einfach ein wirklicher Blütentraum hier mit diesen voll blühenden Zweigen, und es duftet auch wirklich ganz bezaubernd, und allein das würde schon was hermachen. Und jetzt natürlich hier die Stars, die schön pastellfarbenen gefüllten Tulpen, Narzissen, die werden gleich noch die Farbe und das Leben noch mehr hier reinbringen. Und ihr könnt euch immer so ein bisschen orientieren am goldenen Schnitt, von den Proportionen her. Der goldene Schnitt zeigt ja ein Proportionsverhältnis von 1:1,618. So ungefähr kann man sich das merken, dass ein Teil von der Höhe und auch von der Breite her hier 1 ist zum Beispiel, und oben ist dann 1,5. Ja, durch die natürliche Steckhilfe muss ich jetzt gar nicht mehr sehr viel machen. Ich schneide einfach nochmal meine einzelnen Tulpen an. Die Tulpen schneide ich gerade an und nicht schräg wie sonst bei den anderen Blumen. Und dann gucke ich einfach, dass die immer mal wieder herausgucken. Ich habe jetzt hier die Narzissen gestern ja separat aufbewahrt, und die darf ich natürlich nicht mehr anschneiden, weil die ja sonst wieder ihren Schleim aussondern, und das wollen wir ja vermeiden. Die sind schön lang, die kann ich auch so ein bisschen hier nach hinten setzen. Immer schön aufpassen, dass die Blüten schön locker reingesetzt werden, und ihr seht schon, dass das wirklich ja einfach bombastisch aussieht. Also ja, man kann sich da gar nicht satt dran gucken. Es ist wirklich wunderschön. Ihr müsst natürlich auch immer überlegen, für was ihr das genau braucht. Das hier, dieses Gesteck oder dieser Strauß, der soll morgen auf einem Altar stehen in einer Kirchengemeinde. Von daher habe ich möglichst Blüten schon gewählt, die möglichst offen sind. Wenn ihr das natürlich für euch privat macht, dann kauft ihr die natürlich im geschlossenen Zustand, dass ihr möglichst lange was davon habt. Dann würdet ihr auch vielleicht nicht eine volle Blüte hier an den Zweigen nehmen, sondern eher noch knospiger, einfach damit es länger hält. Aber bei so Festlichkeiten wie zum Beispiel Hochzeiten oder eben in der Kirche oder bei Beerdigungen oder bei Feiern, da möchte man natürlich an dem Tag selber sich an den Blumen freuen
Und das ist dann das Entscheidende. Und daher müssen die natürlich ein anderes Wachstumsstadium haben als normal im Alltag. So, jetzt habe ich meine Blüten platziert und jetzt nehme ich mir noch meine Clematis-Girlanden und sehe zu, dass ich an einer Seite das Ganze anschneide, ruhig auch schräg anschneide und dann auch in den Blumenkelch hinein setze, dass die weiterhin eine Wasserversorgung haben. Und dann gehe ich einfach mit dem Rest der Girlande einmal umzu. Kann ruhig so ein bisschen großflächiger sein, auch so ein bisschen wilder, und steckt die dann auf der anderen Seite wieder in das ganze Arrangement. Ich möchte einfach so ein bisschen noch die Wildheit der Natur ausdrücken, und das werde ich gleich mit den anderen Ranken auch noch mal machen. Ja, das Ganze sieht sowohl edel aus durch die Silbernuance des Kelchs, und auf der anderen Seite auch wirklich richtig locker und luftig und unglaublich frühlingshaft mit diesen Pastelltönen. Also es ist eine wahre Wonne und auch wirklich ein Sinnesrausch. Also es riecht einfach unglaublich gut und es macht auch einfach Spaß, das anzugucken. Man kann sich da gar nicht richtig dran satt sehen. Da seht ihr die verschiedenen Blüten. Dann hier die Clematis, die nochmal so wild einmal herumgebunden ist um das Ganze. Dann hier die grünen Zweige von den Spiersträuchern. Hier haben wir die Magnolie, ein Quittenzweig guckt hier hervor. Und Feldahorn habe ich auch noch reingesetzt. Da mag ich diese kleinen prallen Knospen so gerne. Hier, die zeige ich euch mal. Die sehen einfach ganz hübsch aus und werden auch noch aufgehen. Ja, es ist also echt eine wahre Freude und ich freue mich gleich schon, das dann an Ort und Stelle zu bringen. Ja, ich hoffe, dass ihr euch heute wieder gefreut habt, einfach zuzusehen und natürlich auch selbst aktiv zu werden, denn das ist wirklich ein Riesengeschenk, selber zu gestalten, die ganzen Düfte wahrzunehmen, die Farben, die Formen. Das ist einfach ein ganz großer Segen. Ja, ich wünsche euch einen richtig schönen Tag und bis bald!